Wahrheit oder Nichtwahrheit? Das ist hier die Frage. Glauben Sie mir, täglich werden Ihre Sinne durch das Fernsehen getäuscht. Ist die Kulisse nicht das, was wir sehen? Die virtuelle Welt und ihre Wechselwirkung mit der Realität. Auch ein Thema für Handwerker. Die haben neben ihrem realen Betrieb auch ein virtuelles Abbild davon geschaffen. Im Internet. Wie sich die beiden Bereiche prima ergänzen, zeigen wir Ihnen jetzt. Wenn der Betriebsalltag und der Internetauftritt perfekt miteinander verschmelzen, sich gegenseitig ergänzen, betreten nicht nur neue Kunden über die virtuelle Tür den ganz realen Handwerksbetrieb. Dann reisen diese Handwerker mit ihren Internetseiten auch mal auf die Cebit und kassieren hier Bundespreise. Über einen solchen freute sich vor wenigen Tagen Fotografenmeister Michael Jarmusch aus Koblenz mit seinem Geschäftspartner Yannick Schon. Mit dem Preis wurde ihre Idee belohnt, Hochzeitsfotografie und Internet zu kombinieren. Freude über die Prämierung, denn die ist... Eher Ansporn, Ritter zu werden, ist eine riesentolle Sache. Rheinland-Pfalz gewonnen, Bundesliga, dritter Platz. Das ist eher der Ansporn, noch weiterzukommen. Auf jeden Fall. Aber im Endeffekt muss man sagen, wichtig bei uns ist halt nicht die Webseitengeschichte, sondern bei uns lebt die Fotografie. Das Wichtigste dabei sind die Brautpaare und die stehen an erster Stelle. Und deswegen probieren wir sowieso jedes Mal, jeden Tag neue Serviceleistungen, neue Dienstleistungen für die Kunden, für unsere Brautpaare zu schaffen. Und deswegen wird es bei uns ein Zurücklegen niemals geben. Zurücklehnen und auf dem Bundespreis ausruhen, das können und wollen die Koblenzer nicht. Die weltgrößte Computermesse ist sicher eine gute Adresse, in neue Technologiewelten einzutauchen. Mit dem Cebit-Preis des Netzwerks elektronischer Geschäftsverkehr zurück im Koblenzer Fotostudio. Die Cebit-Preisverleihung war gestern. Heute stehen Mariana und Marco im Mittelpunkt. Die beiden Neuwieder wollen im Sommer heiraten und überlassen dabei nichts dem Zufall. Frühzeitig haben sie mit ihren Hochzeitsfotografen den Termin vereinbart, alle Details besprochen. Doch vor der Kamera stehen sie nicht erst am Hochzeitstag. Glückliche Momente gibt es ja auch schon vorher und die werden mit viel Zeit, Ruhe und in entspannter Großstadtatmosphäre bereits heute eingefangen. Die beiden Fotografen begleiten so ihre Kunden auf dem Weg zum schönsten Tag im Leben. Worauf es dann für die Handwerker ankommt, erklärt Michael Jarmusch. Eigentlich beobachten wir nur eine Geschichte, die hier abläuft. Und das ist der Unterschied zur klassischen Porträtfotografie, dass wir hier eine Geschichte eigentlich nur beobachten oder begleiten. Und wo es drauf ankommt oder wo es uns drauf ankommt, die Emotionen rüberzubringen. Es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, dass das Paar, Sie sehen auch, das Paar schaut uns überhaupt nicht an. Die beschäftigen sich mit sich selber. Da sind Emotionen da und die wollen wir zeigen, wollen wir einfangen. Gerade die Hochzeit selber, es ist nicht nur das Paar. Die Hochzeit, der Abend, der läuft und lebt durch die Gäste, die da sind. Das ist vom ganz Kleinsten bis zum Opa. Es gehören alle dazu und die machen die Geschichte aus. Und die Emotionen, die da ablaufen, das ist nicht nur das Paar allein. Sehr schnell bekommen die Fotografen ein Gefühl für die Menschen, die sie als Hochzeitspaar begleiten. Ohne selber in Erscheinung zu treten, alles einzufangen, für jede Situation ein Auge zu haben, mit dem Fotoapparat gekonnt eine Stimmung einfangen, weniger die Location oder den einzelnen Menschen, das ist die große Herausforderung. Unter www.hochzeitsfotos-deluxe.de kann sich jeder anschauen, was Michael Jarmusch und Yannick Schon für ihre Kunden eingefangen haben. Andere Zeiten, andere Sitten. Seine Hochzeitsfotos haben in einem Album ihren Platz. Professor Dr. Rudolf Lüthe, Philosophieprofessor an der Universität Koblenz mit den Erinnerungen an seinen schönsten Tag im Leben. Was speichert der Kopf? Wie stellt sich die empfundene Wirklichkeit des Moments später dar? Siegt die Realität oder das Abbild? Also in meinem Fall ist es so, dass ich mich eher an das reale Ereignis erinnere, weil ich diese Bilder aus naheliegenden Gründen, was jedenfalls meine Person betrifft, nicht besonders angenehm finde. Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen inszenierter Fotografie und sogenannten Schnappschüssen. Meistens sind wir ja im normalen Leben ohnehin dabei, uns selber zu inszenieren. Aber dennoch gibt es sozusagen die dramatische Form der Inszenierung. Bei solchen Inszenierungen, würde ich sagen, haben wir immer die Gefahr, dass das sehr unnatürlich und aus der Sicht der Betroffenen dann als verfremdend wirkt. Insofern finde ich die Idee des Fotografen hervorragend. Ich finde das einen guten Ansatz, gewissermaßen aus der
unbeobachteten Situation heraus Leute sich darstellen zu lassen. Aber es bleibt natürlich immer ein Rest von Inszenierung, weil man ja weiß, dass da jemand ist, der da möglicherweise ein Foto macht, nicht? Insofern, wir haben da eine normale Lebenssituation, nämlich wir inszenieren uns, weil wir wissen, dass wir beobachtet werden oder zumindest beobachtet werden könnten. Und ja, insofern ist es einerseits schon ein bisschen künstlich, andererseits aber nicht so weit entfernt von unserer normalen Umgangsform. Wir spielen ja immer Rollen. Auch wenn ich in den Hörsaal gehe, habe ich eine bestimmte Rolle. Ich trage auch hier andere Kleidung als zu Hause. Ich rede leider überall ungefähr gleich frech, aber ansonsten gibt es schon Unterschiede. Wie man die Vorstellungskraft des Menschen als Handwerker nutzen kann, weiß auch Raumausstattermeister Stefan Lessnig aus St. Sebastian. Das persönliche Gespräch mit seinen Kunden ist nicht ersetzbar, denn hier kann er schnell auf jede Frage eingehen, alles zielorientiert erklären. Aber ein Handwerker gegen Millionen Internetzugriffe. Das Netz ist als Informationsplattform klar im Vorteil. Also nutzt Lessnig die virtuelle Welt. Ganz wichtig für ihn, das Internet ist eine Visitenkarte und der erste Eindruck muss überzeugen. Unsere Sendung passt heute auch perfekt zum Thema, denn die Handwerker, die wir Ihnen vorstellen, können Sie auch im Internet an einem Ort unter hwk-tv.de besuchen. Und damit zurück ins Studio.